Neben der chemischen Keule, der Varroa-Behandlung mit Säuren, gibt es auch biotechnische Verfahren. Eins dieser Verfahren will ich dir in diesem Video mal näher vorstellen. Damit willkommen auf meinem Bienenblog. Mein Name ist Manuel und heute geht es mal um das Thema der kompletten oder auch totalen Brutentnahme. Da werde ich dir erstmal zeigen, was gibt es denn für Vorteile, welche Nachteile hat das Verfahren möglicherweise und wie kannst du das in der Praxis anwenden. Damit viel Spaß in dem Video. Wie der Name schon sagt, bei der totalen Brutentnahme entnimmst du alle Brutwaben aus dem Volk und damit natürlich auch alle Varroen, die in der verdeckelten Brut liegen. Ja, welche Vorteile hat das Ganze? Zunächst mal, es ist einfach, denn wenn du die Waben entnimmst, dann brauchst du die Königin nicht lange aufwendig zu suchen, sondern nimmst die Waben einfach raus. Welche Möglichkeiten du dann noch hast? Du kannst zum Beispiel die Brutwaben einfach abkehren, nimmst die Waben, machst dir eine neue Zarge und entnimmst Honigraumbienen, die dann entsprechend das neue Volk bilden. Ja, das ist dann schon gleich der zweite Vorteil. Und zwar kannst du die totale Brutentnahme super nutzen, um dir neue Völker aufzubauen. Ich würde dir empfehlen, wenn du die Waben aus dem Volk genommen hast, machst du dir einen Sammelbrutableger mit 2 Zargen und insgesamt so grob 12 bis 20 Rähmchen. Und daraus kannst du dir, wie gesagt, ein neues Volk ziehen. Es gibt Imkerkollegen, die machen das so, die schmelzen die Waben ein im Sonnenwachsschmelzer. Ich persönlich rate davon ab, halte davon überhaupt nichts, weil es einfach nicht in Ordnung ist, die Bienen zu töten. Und nehmen wir an, du hast kein Material, keine Zeit und sagst, du willst einfach nicht mehr Völker haben. Bevor du die Waben einschmilzt, frag doch einfach mal einen Imkerkollegen, ob der interessiert ist, diese Völker zu übernehmen, weil Bienen muss man nicht töten, solange wie man eine andere Wahl hat. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Alles, was Vorteile hat, hat in der Regel auch Nachteile. Wo liegen die Nachteile der totalen Brutentnahme? Punkt 1, du hast den erhöhten Materialaufwand. Klar, du musst die Bienen unterbringen und dafür brauchst du eben Beuten und Material. Ich weiß selber, wie es ist, also mein Imkerkeller ist wirklich randvoll mittlerweile und wenn ich da noch wirklich mehr Zargen und Kisten reinstellen sollte, dann würde es einfach überquellen und ich hätte keinen Platz mehr. Deswegen ist es gut möglich, dass du einfach nicht genug Platz hast und immer dran denken, die Zargen musst du irgendwo unterbringen. Ja, was ist der nächste Nachteil? Ich habe ja in den Vorteilen gesagt, du hast ein Volk mehr oder mehrere Völker mehr. Und das ist dann natürlich auch irgendwo, kann ein Nachteil werden, weil dadurch, dass du neue Völker bildest, hast du auch mehr Arbeitsaufwand. Du musst die Völker im nächsten Jahr pflegen, du musst sie im alten Jahr einfüttern, du musst einfach mal nachschauen, ob alles in Ordnung ist und deswegen hast du mehr Arbeit. Ja, trotz allem, meiner Meinung nach, überwiegen die Vorteile und wie eben schon gesagt, wenn du dir die Arbeit nicht machen möchtest, frag einfach den Imkerkollegen, ob du die Bienen an ihn abgeben kannst. Wie läuft das Ganze in der Praxis ab? Also zunächst mal gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn eine Königin gezeichnet ist, kannst du einen Königinnenclip nehmen, packst die Königin da rein und legst sie erstmal zur Seite. Dann entnimmst du alle verdeckelten Brutwaben mit ansitzenden Bienen und gibst die in eine neue Zarge. Sollte deine Königin nicht gezeichnet sein, kannst du das Ganze so machen, du fegst die Bienen von den Waben ab, machst die in die Zarge und nimmst anschließend einfach Honigraumbienen. Beide Möglichkeiten sind okay, kannst du so oder kannst du auch so machen. So, dann hast du auch wiederum 2 Möglichkeiten mit dem Altvolk. Möglichkeit 1, du behandelst das Altvolk, was jetzt brutfrei ist, mit Oxalsäure. Die Oxalsäure wird mit Zucker vermengt, du gibst 5 ml pro Wabengasse in das Volk rein. Die Bienen merken, dass der Zucker an der Säure hängt, putzen sich gegenseitig und dadurch kannst du dann wirklich, dadurch werden dann die Varroa-Milben abgetötet. Möglichkeit 2, wenn du wieder auf Säure verzichten willst, du kannst eine sogenannte Fangwabe nutzen. Und zwar nimmst du dort die Königin, setzt sie auf eine Wabe. Es kommt außenrum ein Gitter, das ist ähnlich wie das Absperrgitter in deiner Kiste. Und dann legt die Königin dort ihre Eier rein, wird ganz normal von ihnen gepflegt. Nach 10 Tagen ist diese Wabe verdeckelt. Du entnimmst sie aus dem Volk, in dem Fall musst du sie einschmelzen, geht leider nicht anders, weil da alle Varroen aus dem Volk drin sind und das ist einfach extrem vermilbt. Und da würdest du dir keinen Gefallen tun, wenn du diese Bienen irgendwo in
Sammelbrotableger oder so setzen würdest. Ja, wie gesagt, nach 10 Tagen entnimmst du die Wabe und das Verfahren kannst du dann noch einmal wiederholen. Machst das erneut so, nimmst die Königin, setzt sie auf die Fangwabe, sperrst sie entsprechend ein und nach wiederum 10 Tagen entnimmst du das aus dem Volk und dann ist das Volk annähernd milbenfrei. Also das ist dann eine sehr gute Möglichkeit. Ja, was machst du mit dem neu gebildeten Sammelbrotableger? Hier kommst du aus meiner Sicht leider nicht an der Säure vorbei. Und zwar gibst du dann dort entsprechend Oxalsäure ins Volk, wie eben gesagt, Oxalsäure mit Zucker vermengen, 5 ml pro besetzte Wabengasse und die Bienen putzen sich gegenseitig und töten dadurch die Milben. Ja, wie eingangs beschrieben, also die totale Brotentnahme gehört zu den biotechnischen Verfahren. Es ist wirklich sehr bienenschonend und für die Imker, die auf Säure verzichten wollen, stellt das eine super Möglichkeit dar, dass die keine Ameisensäure anwenden müssen. Ja, ansonsten wie immer, wenn es dir gefallen hat, mach einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, lass einen Kommentar da und dann freue ich mich aufs nächste Video. Bis bald!